Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr schaut richtig. Es ist eine Weihnachtsform und Modes and Shapes, die haben jetzt ganz viele Formen rausgebracht. Und ich bereite mich auch auf einen Weihnachtsmarkt vor, der Ende November stattfindet. Nur so langsam wird es Zeit, dass ich meine Sachen fertig bekomme. Ich habe so einige Formen von Modes and Shapes bestellt und ja, einige von meinen Kreationen für den Weihnachtsmarkt wollte ich dann mit euch zeigen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht jedes Mal ein Weihnachtsvideo machen. Nur ich habe gedacht, ich zeige euch so alle 3, 4 Videos etwas zum Thema Weihnachten. Und vielleicht gibt es für euch auch so ein paar Anregungen. Ja, ihr seht, dass ich schon fleißig beschäftigt hier bin. Und ich habe die erste Farbe gegossen. Das ist schwarze Pigmentpaste. Die habe ich mit dem Quicksilver von Petra Jungblut zusammengemixt. Das ist ein Mica, metallisches Silber. Und da habe ich halt die Weihnachtskugel mitgegossen. Dann habe ich die Glocke gemacht. Da habe ich auch meinen Schwarz-Silber-Mix genommen mit Champagner. Und das Champagner ist das Champagner von Calaberry. Finde ich, ist so eine Mega-Farbe. Und dann habe ich die Glocke auch mit klaren Harz aufgegossen. Das habe ich auch mit dem Schwarz-Silbernen mit der Weihnachtskugel getan. Dann habe ich den Stern gegossen, nur mit Champagner und aufgegossen mit dem klaren Harz. Hier seht ihr im Mix, das ist so eine Teal-Color, also Teal-Farbe. Das ist praktisch Azur von Petra Jungblut gemischt mit ihrem Seaweed. Und das ist ein dunkles Grün. Ich wollte, dass dieses Türkise einen dunkleren Touch kriegt. Und da habe ich dann halt ein anderes Mica zugemischt, ein dunkles Grün. Jetzt meine nächste Glocke. Die habe ich praktisch nur mit Havanna. Das ist auch ein Mica von Petra. Also die meisten Micas sind von Petra gegossen. Jetzt nehme ich das Bonbon und gieße mir jetzt auch dieses Teal Color praktisch in die anderen Zacken. Ihr seht, was ich mache im Prinzip. Und gieße mir das Ganze auch mit dem klaren Harz auf. Das Harz, was ich hier verwende, ist das Ultracast von der Stefanie Etta. Bin ich sehr begeistert von. Und ich hoffe, dass es da wirklich ganz, ganz tolle Effekte gibt. Ja, da nehme ich noch ein bisschen mehr von dem Teal, weil die Form war auch noch nicht richtig voll. Jetzt gehe ich mit dem Bonbon in meine nächste Weihnachtskugel. Also es macht so viel Spaß, in diesen Weihnachtsformen zu gießen. Und man hat so viele Möglichkeiten. Man kann einfach seiner Kreativität freien Lauf lassen. Auf diesem Bonbon setze ich jetzt das Champagner, gieße mir das Ganze auch wieder auf. Ja, und so mache ich die ganze Zeit weiter. Die Form, wie schon erwähnt, ist von Modes and Shapes. Ich verlinke natürlich Modes and Shapes in meine Beschreibungsbox. Und wie viele von euch wissen, habe ich da auch einen Promocode. Wenn ihr den Promocode PT5 bei eurer Bestellung mit angebt, wenn ihr auscheckt, dann bekommt ihr 5% Rabatt. Egal wie viel ihr bestellt, eine Form, 10 Formen, keine Ahnung. Ich finde das schon ganz gut. So, ihr seht, was ich da jetzt so veranstalte. Ich glaube, das brauche ich gar nicht groß beschreiben. Die Farben habe ich erklärt und ja, ich gehe einfach so, wie ich denke, versuche verschiedene Sachen, schau, wie es hinterher aussieht. Die Farbzusammenstellung habe ich irgendwie im Internet gefunden. Ich hatte nur gedacht, dass das Bonbonfarben dann noch so ein bisschen Richtung Waldbeeren geht. Aber es ist doch mehr bräunlich. Ansonsten
sind es wirklich Farben, die ich im Internet als Trend für 2022 gefunden habe für Weihnachten. Und ja, ich hoffe einfach, es gefällt euch. Jetzt nehme ich mir die Glasbits, die habe ich von der Laura, von Laura's Art Corner aus den USA. Es gibt natürlich auch andere Produkte, ganz klar. Aber die habe ich nun mal, die Laura hat mir die zur Verfügung gestellt und da bin ich auch sehr froh drüber. Und ja, die gebe ich mir einfach in die Mitte beziehungsweise in den Glockenschlegel von der Weihnachtsglocke oder den Weihnachtsglocken. Mit dem Anthrazit war ich nicht ganz so sicher, ob das Champagner passt, aber andererseits, ich habe ja auch Champagner Maika, deswegen wird schon irgendwie passen. Jetzt drücke ich mir das Ganze noch in die Form. Ganz vorsichtig, nicht, dass ich mir die Form zerkratze. Ich nehme da auch hier das Dotting-Tool. Ihr seht, also ich bin da relativ vorsichtig. Da gehe ich auch noch mal rum, damit die Form voller wird. Und jetzt gieße ich mir die Sternchen. Das dauert noch ein bisschen. Aber ich habe gedacht, das ist auch eine schöne Idee, diese kleinen Sternchen. Das gibt später eine schöne Tischdekoration. Ihr könnt da auch Glitzer mit reinmachen und ja, alles Mögliche. Und habt dann wirklich kleine, schöne Accessoires für für eure Tischdekoration. Ich nehme einfach die Farben, die ich da halt so habe jetzt, gieße mir die in die kleinen Sternchen. Finde ich wirklich eine richtig tolle Idee von Molds and Shapes. Die machen sich immer richtig viel Mühe. Also die Ideen sind genial. Ich werde demnächst auch so einen Weinbutler für 6 Gläser gießen. Und da bin ich mal ganz, ganz doll gespannt. Also die haben einen ganz neuen im Programm. Der sieht echt richtig schön für Weihnachten aus. So, jetzt bin ich so gut wie durch. Und ja, das ist der nächste Tag und ich habe wirklich 24 Stunden abgewartet, weil ich wollte nicht, dass da irgendwas mit den Ornamenten passiert, weil die gehen mit mir zum Weihnachtsmarkt. Nehme mir die schön aus der Form, die gehen auch richtig toll raus. Also entformen ist immer sehr einfach. Ich habe mir auch ehrlich gesagt noch nie eine Form verbrannt von Modes and Shapes oder dass mir das Harz da kleben geblieben ist oder irgendwas noch nie passiert. Bei manchen sieht man das ja, sie benutzen ihren Bunsenbrenner und dann ja, bleibt das bei den eigenen Formen kleben, weil, keine Ahnung, weil das Silikon vielleicht nicht so hochwertig ist oder weil zu viel der Bunsenbrenner benutzt, ja, verwendet worden ist, keine Ahnung. Aber das Problem hatte ich bei Molds and Shapes wirklich noch nie. So, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, ich habe die zwei Blockfarben rundherum, aber ich habe in der Mitte halt die schönen Effekte und das wollte ich auch so haben. Gefällt mir ganz gut, doch, sehr gut. Man muss sich ja auch erstmal wieder eingewöhnen, so in die Weihnachtsform. Und jede Form ist ja auch anders, aber mir gefällt das echt von den Effekten mega gut. Die so mittendrin sind und dann die kleinen Glassteinchen, die verschiedenen Farben. Ups. Ja, doch. Ich bin sehr zufrieden. Und ja, da werden noch einige Videos kommen, wie gesagt. Aber keine Angst, nicht jedes Mal. Das ist übrigens mein Ornament von den dreien, das anthrazitfarbene, weil innerlich sieht das so aus, als wenn da, ja, als wenn da Kohle drin ist. Also gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt noch die kleinen Sternchen.
Auch ganz, ganz toll. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, auch wenn es weihnachtlich ist. Ihr wisst aber den Grund. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Immer gerne einen Kommentar und ich wäre für einen Daumen hoch sehr dankbar. Das hilft meinem Kanal und ich kann dann auch weiter investieren. Kunsthalle ist natürlich nicht so ein günstiges Hobby, aber ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns zum nächsten Video. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss, eure Petra.